Alles klar. Wodka. Scheint man nicht dran machen zu können. Ich gehe jetzt mal Richtung Wasser. Nicht, dass er die wieder, wenn ich das wechsle, auf den Boden schmeißt. Und wenn, dann kann ich ganz schön ins Wasser springen. Macht er nicht mehr. Super. Achso, muss ich ja sowieso. Ich gehe ins Wasser und es fängt an zu gewittern. Okay. Jetzt haben wir da ja eine Sache schon mal hingehangen. Und zwar die hier. Ist cool. Ich werde die große Axt gerne auch dahin hängen. Auch wenn es eigentlich normalerweise wirklich das Sinnfreiste ist, was es in diesem Spiel gibt. Weil die Waffen gehen ja nie kaputt. Und man kann hier vier Sachen ranhängen. Ich meine, ich muss sagen, es sieht schick aus. Muss ich schon sagen. Es sieht wirklich schön aus. Aber, naja, der Sinn, ne, der macht's. Wo ich so eine Axt herbekomme, weiß ich ja noch. Also, gut. Explosive Holder. Shit. Haben wir vergessen, vom Flugzeug mitzunehmen. Die explosiven Bomben. Ah, hier. Halt! Nee, war schon richtig. Oh, ist das nah dran bei mir? Okay, hiervon brauchen wir einen. Okay, jetzt haben wir hier Explosive Holder. Ah, explosive Sachen, also alle mögliche an explosiven Sachen. Finde ich echt cool. Nur, naja, wirklich viele kann man scheinbar nicht raufpacken. Ich mal schon, ob wir noch einen raufpacken können. Noch einen raufpacken können. Oben. Ja. Ah, hier unten passt doch noch einer hin. Naja. Viel ist es nicht. Aber ist cool. Wäre ich jetzt natürlich mal ganz kurz hier. Alles hinpacken, so was ich habe. Wie viel fehlen hier denn noch? Zwei. Mist. Gut. Okay. Was ist denn hier jetzt? Habe ich hier. Ah, ich habe schon von diesen hier fünf. Also kann man sich auch hier 10 mitnehmen an Rüstung. Ist natürlich noch geiler. So überlebt man wahrscheinlich wirklich auch deutlich länger, wenn man sich mal schnell umziehen kann. 4, also noch einen würde ich gerne haben. Ich bin so ein Typ, der lieber Sicherheit hat. Ja, erstmal kurz glupschi machen, was wir denn noch brauchen oder wollen. Jetzt haben wir schon mal Weapon Holder. Da würde ich auch gerne mal so eine Lampe hinpacken, kurz. Da. Klick to platzieren. Was ist denn das? Ist das das Fell? Ich kann es gerade echt nicht. Ich weiß es gerade nicht. Die ist jetzt immer an, also wirklich immer. Oder muss man die auch irgendwie nachfüllen oder sowas?
Oh, verdammt, jetzt haben wir nur noch einen Sticky. Scheiße. Okay. Ist natürlich cool, wenn das jetzt wirklich für immer an ist. Wäre echt geil. Also, sowas wollte ich schon immer haben. Medizin. Huch, ist das groß. Ja, erstmal hier die ganzen kleinen Sachen, sage ich jetzt einfach mal hier hinbauen. Oh Gott. Braucht natürlich auch viel Holz. Aber daher wir alles bauen wollen, ich brauche meine andere Axt, werde ich natürlich auch bei bleiben. Wir werden alles mindestens einmal bauen. Ich komme noch in die Fackel rein, das weiß ich jetzt schon. Schade, dass man die nicht irgendwie noch mal versetzen kann, wenn man die schon gebaut hat. Das fehlt ehrlich gesagt noch. Dass man gebaute kleine Sachen, wie zum Beispiel ja halt die Fackel, wieder umsetzen kann, woanders hinpacken kann. Ach ja, ich habe so viele Ideen, aber umsetzen kann ich die nicht. Ich würde gern Modder sein. Wäre echt cool. Manche Leute, die können das ja so krank oder krass krank, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die würden sich so ein eigenes Spiel zusammenbasteln, wenn sie irgendwann mal Langeweile haben. Ich meine, soweit ich ja weiß, ist das schnellst, also ein Spiel, was unglaublich schnell produziert wurde, innerhalb von einem Monat oder so produziert. Also von null Idee auf Spiel, schon ziemlich krass. Das war eine kurze Zeit, ich glaube einen Monat oder so. Habe ich gelesen, ob es natürlich stimmt, ich habe keine Ahnung. Gesagt wird sehr viel immer. Ach, da ist ein Baumstamm da vorne. Ich habe da vorne links gerade geguckt, was das denn ist. Ich finde es ein bisschen ätzend, dass die jetzt immer wieder durch den Boden fallen. Und ich muss gleich mal wieder to my home running. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Das ist aber, naja, doch, ist schon richtig so. Und so oft ist das eigentlich gar nicht. Ich meine, guck mal, jetzt ist es schon abends hier im Spiel. Und ich denke mal, da sollte man schon langsam was mal wieder gegessen haben. Dann werden wir uns hier mal irgendwo ein schönes Feuerchen hinbauen. Ah, ich meine, die perfektesten Ecken. Brauchen ein Stick. Komm, bitte Baum. Bitte Baum. Das reicht mir schon ein Stick. Oh, hat's aber noch einen. Oh, hier noch einer. Wäre cool, wenn man sich hier irgendwie so einen Strauch auch hinpacken könnte. Oh, jetzt kann ich gar nicht mehr rennen. Jetzt war's das mit ihm komplett. Und wie ich will, aber noch was anderes schnell bauen. Water Collector. Am liebsten hier wieder neben das Feuerchen. Aber es geht gar nicht so gut dahin. Pack mal mein neben das Medizinschränk. Ach so, wir brauchen ja was von dem Vieh, von dem Gather Turtle Shells. Genau. Müssen wir noch holen. Aber nicht jetzt. Jetzt geht's ja nicht. Jetzt müssen wir erstmal hier bleiben und abwarten und der Tee trinken. Ach ja, schön. Knistert schön, ja. Wie romantisch. Scheiße. Sei nicht verbuggt. Ja. Gut. Ja gut, ein bisschen doof ist es doch schon. Man müsste sich das richtig hindrehen, aber ich weiß gar nicht wie. Hui.
Oh, der Sound ist wieder doppelt. Toll. Och Mensch. Also nachts ist das hier echt krank. Krass, krank. Kommen die ganzen Teenager raus und klären mich voll. Und ich muss das Spiel neu starten mal wieder. Ja, hier kommen sie jetzt natürlich nicht mehr rein. Ich komme hier aber leider auch so gar nicht raus. Nee. Doch. Ja, naja. Nennen wir mal doch. Ich würde gerne hier eine Wand einreißen. Hier das hier komplett wegmachen. Dann drinnen das wegmachen. Und dann nochmal so gesehen es nochmal schöner machen. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen wollte. Seht ihr? Das nicht. Aber ich wollte mir hier Wände nehmen. Sind die hier noch an? Nein. Und hier zumachen, aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht mehr, wie ich das machen wollte. Wenn ich das jetzt. Wie ich das jetzt so baue? Was macht der jetzt an? Das da. Ja, okay. Ich würde es zwar relativ knapp. Da würde ich ihn lieber. Huch. Würde ich ihn lieber ein Fensterchen im Bass. Huch. Hinbasteln. Will ich gar nicht. Ich will es nicht. Ich. Ich habe Angst, dass ich hier. Oh. Ja. Jetzt habe ich mich ganz schön erschrocken mal wieder. Und aber die Rüstung hält mehr aus. Nein, Quatsch, nehmen. Geht immer noch nicht. Dann werden wir jetzt trotzdem noch mal speichern. Ach, jetzt bin ich auch fast komplett gestrüpp. Ah, nee. Müsste jetzt komplett gestrüpp sein. Wie ist denn das? Kommen die ja hoch? Sind die so intelligent? Nee, nee. Merkt man jetzt. Da. Okay, nein. Das einzige Problem, was ich jetzt haben werde, ist, ich werde nicht schlafen können. Aber ich kann speichern. Ja. Okay, dann werde ich jetzt mal ganz kurz trotzdem Neustart machen. Gespeichert habe ich gerade, schlafen konnte ich nicht, laute Musik war auch da. Also, dann bis gleich oder bis zur nächsten Folge. Weiter geht's bei Tiforessos. What the? Fuck. Ja. Komm, Bitch. Hui. Stimmt, ja, über Nacht verliert er ja Durst. Oh Gott, ich dachte, ich muss es krepieren. Alter Finner.
Schlimme ist, es scheint jetzt Nacht zu werden. Ja. Es wird jetzt Nacht. Was ich gerade nicht nachvollziehen kann. Und jetzt ist es Nacht. Gut. Ich konvertiere wieder im Hintergrund, aber merkt man diesmal aus unerklärlichen Gründen rein absolut gar nicht. Wie sieht das mit meiner Totenkopflampe aus? Ey, die leuchtet wirklich in eins durch. Wie geil. Kann ich mir einen richtigen Pfad mitbauen? Das ist ja richtig cool. 1, 2, 3. 5. Hier bin ich. Hallo. Hier bin ich. Ah, ich bin hier hinter der Tür. Da ist eine nackige Frau. Ich sehe eure Schatten. Ich komme hier nicht durch die Tür durch. Oh! Lady, 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 du hast mir Angst gemacht. Ach ja, immer wieder schöner Besuch von diesen netten Leuten hier. Auch wenn die hier meine Tür kaputt machen. Niemand vergleicht sich an meine Lämpchen. So, jetzt halte ich die Tür mal andersrum auf. Ach, der eine ist tot. Komm doch her. Das sind drei Rüstungen. Ups, wartet mal kurz. Ich habe volle Rüstung, aber... Was denn? Ah, was willst du? Mein Klassenkamerad Paul ist schon tot. Ich glaube, die werden erst richtig aggressiv, sobald man die einmal angegriffen hat. Der ist so langsam mit, dass er die Axt so hält, wie er sie jetzt hält, dass die mich wirklich noch einmal angreifen kann. Alter Falter. Ich drücke wirklich immer die falsche Taste.
Ah, jetzt habe ich wieder gestrüppelte Beine. Huch, huch! Ja, okay. Jetzt geht doch mal weg. Ihr Pissenecken. Ihr Muldenkipper, ihr. Scheiße. Jetzt sind sie scheinbar gerade entweder despawned. Oder. Ach, die rennen da oben weg. Gut. Lustig. Hier ist noch einer. Ach ja, Blättchen brauchen wir ja auch. Ja. Ich rede viel zu wenig. Aber wir haben gerade das Spiel angemacht und sofort kamen welche. Das beunruhigt mich ein klein wenig doch schon. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viele Leaves eingesammelt. Was ja im Endeffekt nichts ist, wie gesagt. Scheiße. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Blätter brauchen wir dafür. Oh Mann. Oh, ein Blättchen fehlt uns. Da hinten kommen sie schon wieder. Die haben wohl nicht genug bekommen von mir, wa? So. Alle Blätterkerne, die ich habe, habe ich jetzt verwendet. Jetzt habe ich wieder Blätter. Ich weiß nicht, wie viel. Ich werde mir jetzt erstmal wieder was zum Schnabulieren machen. Trinken werde ich jetzt ab sofort immer, wenn ich hier bin, weil das ist ja eine endlose Quelle, die Schildkröte. Das nehme ich natürlich als zum Vorteil. Nutze ich ein bisschen aus.